Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Scholz fordert verbindlichen Fahrplan aus dem Corona-Lockdown. Ende Mai solle es möglich sein, belastbare Aussagen zu treffen, sagte der Kanzlerkandidat der SPD der Bild am Sonntag. Scholz sprach sich dafür aus, zu diesem Zeitpunkt als Regierung klare und mutige Öffnungsschritte für den Sommer festzulegen. Die Zahlen zur Infektionslage. Das Robert-Koch-Institut registrierte 18.773 neue Corona-Fälle in Deutschland, etwa 400 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf knapp 166. Proteste in London. Trotz geltender Beschränkungen gingen gestern tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen in England auf die Straße. Ihr Unmut richtet sich unter anderem gegen die Maskenpflicht und eine mögliche Einführung eines Corona-Impfnachweises. Bei Auseinandersetzungen am Rande des Protestes gab es mehrere Festnahmen. Viele Tote und Verletzte nach Brand in einem Krankenhaus in Bagdad. Auf einer Intensivstation für Corona-Patienten starben in der irakischen Hauptstadt mindestens 23 Menschen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Nach Behördenangaben waren vermutlich falsch gelagerte Sauerstoffflaschen explodiert. Parlamentswahl in Albanien. Premierminister Rama hofft auf eine dritte Amtszeit. Seine sozialistische Partei führt derzeit in den Umfragen. Die Opposition unter Führung der nationalkonservativen Demokratischen Partei wirft Rama Wahlbetrug und Korruption vor. Ein Ziel aller Parteien ist der EU-Beitritt des Balkanlandes. Das Wetter. Heute im Süden meist ungetrübter Sonnenschein, auch in Küstennähe freundlich. Ansonsten Sonne, dichtere Wolken und zwischen Vorpommern und Sachsen auch einzelne Schauer. Höchstwerte 6 bis 21 Grad.